Tag, ihr Nasenbären. Heute mal wieder mit einem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und zwar dieses Mal in einer etwas anderen Form. Und zwar fährt von meiner Bekannten der Kleine, der Masse, fährt heute. Ja, wir wählen jetzt einfach mal einen schnellen Auftrag aus und dann geht es los. Und dann werde ich das Wort an ihn übergeben. Gucken wir mal, was machen wir da für eine Strecke. Genau, die Strecke ist doch gut. Ja, dann übergebe ich das Wort jetzt an Marcel und dann wird der heute mal ein Let's Play fahren. Ja. Ja, wir fahren ja jetzt erstmal aus dem Tor natürlich raus. Kein Blinker vergessen. Falsch! Ja, Leute, ich habe schon lange nicht mitgespielt. Na toll, super, ich häng fest. So, ich bin draußen und jetzt natürlich die Ampelroute. Und diese Kalkplatz muss ich natürlich mit seinem Bus vorbeidrängen. Aber richtig. Weil er ja nicht Auto fahren kann. So, jetzt geht's los. Jetzt fahren wir außerhalb der Stadt herum. Und ich versuche keinen Unfall zu bauen. Hier ist Salzburg zu Ende. Und wir sind auf einer Brücke. Und Brücken hasse ich in diesem Spiel. Da brauchst du immer Unfälle. Ja, ich muss auch ab und zu mal auf die Karte schauen. Sonst fahre ich hier irgendwo rum, wo ich gar nicht hin will. Ich hab's doch gesagt. Ein Unfall irgendwann. Man muss aber dazu anmerken, dass er mit Tastatur genauso wie ich mit Tastatur fährt. Und dass es mit Tastatur eben beim Anfang eigentlich nicht ganz so einfach ist. Da quält man sich schon ein bisschen. Da muss man sich jetzt dran gewöhnen. Da wäre natürlich ein Lenkrad schon etwas besser jetzt, aber gleich, wenn man es gleich so lernt, dann ist es immer noch am besten. Aber wir schaffen es schon irgendwie. Ich darf 90 fahren. Endlich. Ich ja, vielleicht schließt du ja auch ein Abo auf Motor 4 Funktion. So. Jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller, dass wir auch ans Ziel ankommen und nicht morgen noch da hocken. Man sollte auch bremsen. So, Salzburg steht hier, aber das interessiert uns nicht. Wo müssen wir denn hin? Ich auf die Karte, dann sieht sie schon. Du musst immer auf die andere Spur rüber. Ach ja, stimmt. Ist auch ein Auto. Ha ha.
War eh bloß ein VW-Abgasskandal. In dem wir es nicht scharf gewesen. Das stimmt. Jetzt sollte ich mal bremsen, sonst fliege ich irgendwie mal über die Dinger dort. Über die Leitplanke. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht auf die andere Spur kommen. Wir wollen ja hier bleiben. Hier steht P für Parkplatz. Ach, das interessiert uns nicht. Wir fahren einfach weiter. Brauchen wir noch nicht. Wir haben noch Sprit. Und schlafen brauchen wir auch nicht. Das wird erst interessant, wenn man Sekundenschläfe kriegt. So, das Auto soll mich mal in Ruhe lassen. Wir überspringen auch jetzt mal die Tankstelle, brauchen wir nicht. Und tschüss, Tankstelle, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Aber heute nicht. Heute bist du unwichtig. Ich fahre irgendwie auf zwei Spuren, ich sollte mich mal entscheiden, auf welcher ich fahre. Aber LKW brauchen halt mal zwei Spuren. Ja, das ist halt der Schwertransport. Es ist auch schwierig, hier bei dem Spiel sich auf einer Spur zu halten. Ja, das muss man dazu sagen. Am Anfang, ich habe das Spiel schon etliche Male so gespielt, ohne Aufnahme. Und da ja, ist es für mich mittlerweile schon einfacher. Da kommt man aber mittlerweile rein. Und der da vorne war total blöd. Der hat Blindwerk gesetzt und ist nicht abgebogen. Das sind halt die, was für ihr Auto auf Raden gekauft haben und den für den Blinker zu viel bezahlt haben. Die müssen ja noch schneller abmachen. Nein, der hat Blinker gesetzt, aber nicht abgebogen. Oder er hatte dann Auto auf Raden und hat für Spurwechselassistent noch nichts bezahlt. Dann wäre ich aber da drüber gefahren. Ich habe keinen toten Igel gesehen. Das war ein unsichtbarer Igel. Fahren ohne Licht. Ja, dann machen wir das Licht mal an. Sollte man auch machen. Ne? Somit hat Papa Start wieder 150 kassiert. Die wandern dann wieder direkt nach Österreich. Aber der bekommt von uns keinen Cent mehr. In dieser Folge. Stimmt's? Pass auf, jetzt kommt... Wer weiß. Jetzt kommt Fahren ohne Blinken. Ne? Nee, das kommt nicht, aber vielleicht Unfall verursacht. Zu schnell fahren jetzt auch. Dann bremse ich lieber. Was gibt's noch? Fahren über Rot gibt's auch noch. Fahren in falsche Richtung gibt's auch. Wer ist so blöd und fährt da drüben diese Strecke? Mein Bruder würde sowas machen. Der Marc. Ja, unser Marek, und es gibt auch genügend so Pfeifen, die im Euro Truck Simulator Multiplayer auch auf der Gegenfahrbahn unterwegs waren. Da haben wir schon die nächste Strafe, 400 für uns. Hat das gemacht? Ich hab doch gar keinen Unfall gebaut. Doch, wenn du in deinen Spiegel reingeschaut hättest, dann hättest du gesehen, dass dein Auto dich überholen wollte. Ich dachte, der ist unwichtig. Sollte man mal hinter den Spiegel gucken. Sollte man da mal drauf gucken, ne? Man sollte, wenn man die Spur wechselt, dann schon drauf schauen. Weil, dann sieht man, wenn da was kommt. Und ich sollte auch Blinker setzen, wenn ich die Spur wechsle. Ist überbewertet, braucht man nicht. Ich hab die Ausrede, ich bin ein Anfänger. Du müsstest da hinten am LKW so ein großes Schild machen. Achtung, Fahranfänger. Nicht überholen. Hey, warum sind jetzt Scheibenwischer an? Die hast du gerade angestellt, Leute. Wirklich. Du hast auf P statt auf Ü gedrückt. So, Leute, und damit wisst ihr, wie man Scheibenwischer anschaltet. Ich hoffe, ihr wusstet es noch nicht. Achtung, da kommt schon wieder Auto. Wir wollen nicht wieder 400 Euro in den Start sein. Ey, guck mal, wie knapp der mich überholt. Ey, wenn der darüber wechselt, dann wechsle ich aber da. Du musst da runter. Wirklich? Ey, Mann, lass mir doch mal meinen Spaß. Ich sollte mal keinen Blick an mich setzen. Den solltest du schon setzen, weil du mal nicht
Und ausgerechnet bei ihm, wenn der Marcel Let's Play macht, dann muss der Himmel weinen. Da muss der Himmel weinen, wenn der Let's Play von Rimmels an. Ja, ich hab's ihn doch angeschaltet. Wie muss ich jetzt? Nochmal Blinker. Ja, dann musst du. So, ein Schild erstmal umgenietet. Leute, ich hab euch gesagt, heute werden Fetzen fliegen. Und jetzt hat's gedonnert. Also ich werde geblitzt. Ein von beiden. Das ist der Himmel, der macht. Da gibt's doch Donnerwetter, wenn du die Schilder mal ja, okay, ich sehe null mehr. Ich hoffe mal, ich habe kein Foto bekommen. Man kann ja auch dauerhaft die Lichtkugel anmachen. Und die anderen Autofahrer blenden. Aber warum muss genau der Himmel weinen, wenn ich natürlich fahre? Das hätte mir zu denken geben. Ja, ich denke mal nach der Folge nach, warum er jetzt anfängt zu weinen. Aber, ja, 13. Oh, er hat endlich 1% Schaden, jetzt wieder 2% oder so. Ja, okay, 13 Kilometer noch, 11 jetzt nur noch. In 11 Minuten sind wir da in der Spielzeit und nicht in echt. Bei 11 Minuten in echt hätte ich wahrscheinlich keine Zeit mehr. Aber für uns muss man sich die Zeit nehmen. Stimmt's? Das geht schon. Geht es schon. Dauert halt ein wenig länger mit dem Hochladen und alles, aber das ist dann auch nicht so viel. 50 nur. Soll man ja, und du fährst 20. Ey, wo sieht man das? Auf dem Tacho? Tacho. Ach, da. Bilder bei der Karte, oben links im Eck. Okay, danke. Wenn er mal Gas geben würde. Ach, das ist ein Scania, der schafft den Berg nicht. Oder ich sollte mal auf die richtige Taste drücken. Ja, auch an der so, wir kommen jetzt gleich in links an. Wo links? Da. Was? Erster Aufenthalt in Linz. Leute, hol die Kinder rein, dann machst du für den Linz rein. Kinder rein! So, ich sehe natürlich gar nicht mehr, wo ich hin muss. Nein, seht ihr, wo ich hin muss? So, dann werde ich jetzt hier die Karte vergrößern. Vergrößern habe ich gesagt. Ah, wir haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ah, das ist jetzt uns egal. Wir müssen davon abliegen. Ja, aber das kann ich selber setzen. So, aber erstmal müssen wir in der rote Ampel bleiben. Und unser Vater braucht natürlich jetzt nicht mehr 4 Stunden wie bei vorigen Let's Plays und ich hatte diese Ampel. Jetzt, wenn ich bremsen will, schaltet sie natürlich um. Woher kenne ich da? In einem Let's Play von Ding war das auch schon so. So, und jetzt fahren wir erstmal auf Bockstein. Also keine Kinder sind. Du musst davon abbiegen. Moment, jetzt ist der. Die Aufnahme irgendwie. Jetzt ist der Euro-Truck-Simulator gerade abgeschnürt. Und Leute, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Komm, setz mal jetzt noch schnell den Blinker. Da. Du arbeitest halt nicht bei einem Abschlussunternehmen. Wirklich nicht. So, Blinker, jetzt kann man jetzt aufmachen. Ich bin da. So, gut. Ich bin drinnen! So. Leute, stellt euch das vor, ich muss nochmal Blinker setzen. Was ist denn das für eine kackverfickte? Ja, aber richtig! Hätte ich mir jetzt auch! Ey, jetzt kann ich noch mehr Blinker setzen, oder was? Der ist doch eine Kackfirma. So. Ich werde mit dir, ich schaffe es einzuparken. Wenn ich weiß, wie man die Kamera umschaltet. Auf zwei. Okay, danke.
Ach so, ich bin da vorne. Muss perfekt sein? Ja, ich muss es. Wovor? Du musst ungefähr in dem Feld sein. Kannst du auch nur von uns die Toilette, die kannst du unter einfach. Enter drücken, dann hast du eingepackt. Ja, aber ich doch! Aber ich wollte nicht. Okay, Gefahrenstrecke 156 Tanker, dauern 3 Stunden und 14 Minuten in Spielzeit. Verbrauch mit Kraftstoff 67,51, interessiert uns aber nicht. Basis der Düdung 136 Kilometer, 2190 und 137 Erfahrenpunkte. Erfahrenbonus Level 2, 65 Euro noch dazu, Abzug des Schadens 2%, 360 Euro minus 25 EP. Das sind ja Wucherpreise, sind das ja. Aber richtig. Dann haben wir gesamt bekommen 1958 und genau 111 EP. Und ja. Und wir sehen die Aufnahmekarte da oben ab. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen dieser Folge, welche dieses Mal wahrscheinlich wieder ziemlich lustig war. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüssikowski.